In Need for Speed Payback funktioniert Tuning ein bisschen anders als in anderen Rennspielen. Wir zeigen euch, was ihr eigentlich an den Autos verändern könnt, wie ihr an Tuningkarten, Tokens und Speedpoints kommt und warum gezieltes Tunen eigentlich Glückssache ist. In Need for Speed Payback geht es, wie der Titel schon sagt, um Rache. Als talentierter, aber unbekannter Racer wollen wir mit unserer Crew einen Raubzug starten und werden übel vom Haus, dem ortsansässigen Oberbösewicht, hintergangen. Um uns zu rächen, wollen wir ihnen natürlich richtig krass die Tour verhageln und deswegen das Street-Racing-Geschäft vermasseln. Dafür brauchen wir aber zwei Dinge: einen guten Ruf und superschnelle Autos. Das erste bekommen wir durch gewonnene Rennen. In Need for Speed Payback kommen wir nur weiter, wenn wir die Rennen gewinnen. Zweiter Platz zählt nicht. Das zweite bekommen wir unter anderem auch durch gewonnene Rennen. Bei einem Gewinn werden wir nämlich mit einer Tuningkarte belohnt und mit Geld, um uns davon noch mehr Tuningkarten zu kaufen. Tuningkarten werden in ein Fahrzeug eingebaut und verändern direkt mehrere Unterpunkte gleichzeitig. Eine Motorblockkarte zum Beispiel verändert die PS, die Höchstgeschwindigkeit und, wenn sie einen Fokus auf Bremsen hat, Bremskraft und Bremsreaktion. Durch die Verbesserung steigt der Wert der Fahrzeuge. Die Punktzahl zwischen 100 und 400 zeigt uns an, ob wir einem Rennen und dessen Autos gewachsen sind oder nicht. Quasi ein Richtwert für den Schwierigkeitsgrad. Ein 300er Rennen können wir mit einem 350er Wagen locker gewinnen. Mit einem 300er kommen wir auch gut durch, wenn wir fahren können. Mit einem 250er Wagen sollten wir aber lieber noch ein bisschen warten. Die Tuningkarten müssen auch nicht sofort bei Gewinn in ein Auto eingebaut werden. Nicht verbrauchte Karten kommen in unser Lager, auf das wir von jedem Tuning-Shop aus Zugriff haben. Da können wir dann in Ruhe aussuchen, welches Auto welche Karte bekommen soll. Und sammeln lohnt sich. Wenn wir zum Beispiel drei Karten vom gleichen Hersteller einbauen, bekommen wir einen Bonus auf unsere Werte. Mit dem Geld, das wir in den Rennen gewinnen, können wir außerdem noch mehr Karten kaufen. Jeder Tuning-Shop hat unterschiedliche Karten im Angebot, die regelmäßig wechseln. Ein Shop kann so nach 10 Minuten eine völlig andere Auswahl haben als zuvor. Das ist auch gut so, denn die Auswahl ist jetzt nicht so groß. Karten gibt es außerdem bei den sogenannten Rolls. Fortune City ist schließlich eine Casino-Stadt. Da dürfen einarmige Banditen nicht fehlen. Auch nicht im Menü. Beim Roll können wir uns entweder für einen speziellen Hersteller, einen Bonus oder für eine Kategorie, zum Beispiel Getriebe, Auspuff oder Steuergerät, entscheiden. Ein Roll ergibt dann eine zufällige Karte. Da für den Roll aber drei Tokens gezahlt werden müssen, die wir wiederum erhalten, wenn wir jeweils eine Karte gegen einen Token eintauschen, ist das ganz schön kostspielig. Vom Prinzip her erinnert das Tuning-System an Loot-Drops in Rollenspielen wie Skyrim. Gegner droppen Loot, das wir uns aber nicht aussuchen können. Das können wir dann entweder ausrüsten oder in einem Shop verkaufen. Die Shops führen ebenfalls Items, die je nach Region variieren und auch nicht immer die gleichen sind. Und zuletzt geben mehrere Teile der gleichen Rüstung einen Bonus auf die Gesamtstats des Charakters. Wer sich nicht lange mit Tuning aufhalten will und einfach nur gern zuschaut, wie die großen grünen Wertbalken wachsen, der hat mit dem System wahrscheinlich kein Problem. Hobbytuner oder die, die einfach gerne ein bisschen detailverliebter tüfteln würden, schon. Weil spezifische Kleinigkeiten nicht zu ändern sind, ohne auch einen ganzen Haufen anderer Werte zu beeinflussen. Und was, wenn wir jetzt nicht warten wollen, bis eine bestimmte Karte im Angebot ist oder zufällig nach einem Rennen gedroppt wird? Dann gibt es natürlich noch Lootboxen. Die Dinger, ohne die momentan kein Blockbuster auf dem Markt auszukommen scheint. Im Shop können wir gegen Echtgeld Speedpoints kaufen. Damit wiederum kommen wir in unterschiedliche Boxen, in denen Ingame-Währungen, Tokens, Tuningkarten und Individualisierung drin sind. Individualisierungen sind hier übrigens sowas wie Hupenmelodien oder andersfarbiger Rauch. Für die Boxen gibt es verschiedene Größen, die verschiedene Kategorien an Items enthalten. Die Basisbox zum Beispiel, mit der wir auch bei jedem Levelaufstieg belohnt werden, enthält eine Individualisierung, ein Teile-Token und ein Geld-Token. Die Premium-Boxen beinhalten eine Individualisierung, ein Teile-Token, ein Geld-Token und zwei Wildcards. Eine Basisbox kostet, wenn wir sie nicht geschenkt bekommen, 800 Speedpoints, eine Premium-Box 1200. Was für Items dann übrigens genau in den Boxen sind, entscheidet der Zufall. Wäre sonst ja auch zu einfach. Ach, und natürlich haben wir noch gar nicht erwähnt, wie viel ihr für die Speedpoints ausgeben müsst. Die gibt es nämlich nicht im Spiel und nur gegen echtes Geld zu kaufen. 250 Speedpoints kosten 2,49 Euro, 500 Punkte kosten 4,99 Euro und so weiter. Das steigt bis zu 5850 Speedpoints für knapp 50 Euro. Quasi ein Schnäppchen. Sarkasmus Ende. Aber ihr braucht den Echtgeldshop und die Boxen nicht, um das Spiel gut durchzuspielen. Geld könnt ihr auch mit Rennen verdienen und eine Basisbox gibt es eh mit jedem Levelaufstieg dazu. Deswegen könnt ihr den Shop auch getrost ignorieren. Wir haben beim Spielen festgestellt, so richtig zielgerichtet tunen wie in Forza Motorsport lässt es sich in Need for Speed nicht. Wie alles andere in Fortune City ist auch Tuning anscheinend Glückssache.
Deswegen gibt es auch keine geheimen Strategien, wie das Tuning verbessert werden kann. Achtet beim Fahren einfach darauf, was euch am Wagen stört. Wenn ihr nicht schnell genug beschleunigt oder die Höchstgeschwindigkeit zu niedrig ist, baut eine der Karten ein, die Geschwindigkeit verändert. Wenn die Bremsen zu lasch sind, wählt eine mit Bremsenfokus. Aber braucht man für ein Rennspiel wie Need for Speed überhaupt Detailtuning? Steht bei Need for Speed nicht die Action, die Geschichte und die Inszenierung im Vordergrund? Wie seht ihr das? Nutzt ihr das Tuning oder seid ihr ganz froh über eine Schablone, mit der das Auto automatisch optimiert wird? Wir sind auf eure Antworten gespannt. Oh, ihr seid ja immer noch da. Wie schön. Wenn euch dieses Video gefallen hat, könnt ihr uns auch gerne liken und abonnieren. Liken und abonnieren ist nämlich auch ziemlich gut für die Haare. Schaut mich an, ich like seit 10 Jahren und deswegen glänzen sie jetzt wie Seide.